Hallo und herzlich willkommen zu Prey. In der letzten Folge hatten wir den einen oder anderen Bug noch am Ende bekommen und konnten unter Umständen nicht alle Tasten drücken, wo ich nicht genau wusste, wieso, weshalb. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich versucht habe. Toll. Ich habe gedacht, um irgendwas an der Decke nachzuladen, weil macht nicht wirklich viel Sinn, wenn da oben, wenn ein bisschen was, wenn da auf der Waffe unten steht, null Schuss. Aber ich glaube, ich konnte auch nicht mehr M drücken, was hier momentan ja auch wieder geht. Bedeutet, wohl neu laden hat sie wohl irgendwie gebracht. So. Was jetzt richtig schön wäre, wäre, wenn ich Munition finden würde. Und oder ja, so ein Apparat, um mir Munition herzustellen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, weil ich habe irgendwie noch die Befürchtung, dass hier noch mehr drin rumläuft. Und mit 3 Schuss. Oh, wir kommen ja einfach durch. Beziehungsweise wir würden einfach hier durchkommen, wenn ich das Ding abgestellt hätte. Konnten wir aber nicht, weil ich weiß gar nicht mehr. Ja! Hab ich mich erschrocken. Verteilerkästen. Du wurdest von einem Elektrostoß aus einem defekten Verteilerkasten getroffen. Glo isoliert die überspringende Elektrizität lang genug, damit du Reparatur 2 einsetzen oder die Gefahrenquelle direkt umgehen kannst. Defekte Verteilerkästen fügen auch deinen Gegnern Schaden zu. Ah. Dann laden wir doch nochmal neu am Anfang der Folge. Habe ich mich erschrocken? So. Hallo und herzlich. Nein. Das schneide ich jetzt nicht raus. Dann lasse ich. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. So. Ich mag die Musik nicht. Alter, ich habe mich jetzt schon erschrocken von dem komischen. Kann ich da drunter? Oh ja. Ich habe mich jetzt schon erschrocken von dem. Von dem Blitz. Weil es so immer überraschend kam. Oh Gott. Das Spiel ist echt schrecklich, weil er immer so ruhig ist und auf einmal schreit dich irgendwas so gesehen an. Auf einmal wird es irgendwie laut. Das kriegt doch sonst irgendwie kein Horrorspiel so hin, solche Jumpscares. Wer ist denn das? Hallo? Dich kann ich reparieren. Brauche ich aber Recken oder reparieren 2. Dass ich beides noch nicht so besitze. Ich würde trotzdem mal sagen, ich fühle mich sicherer. Moment. Okay, den können wir jetzt auch wieder nachladen. Ich fühle mich doch hiermit irgendwie ein bisschen sicherer. Auch wenn es jetzt nicht das Schönste auf der Welt ist. Weil ich hätte doch lieber irgendwie so eine Shotgun in der Hand. Aber mit 3 Schuss komme ich da jetzt nicht so weit. Von daher. Oh. Ich habe momentan richtig Bock irgendwie auf das Spiel gehabt. Also ich habe deswegen. Zocke ich es eigentlich gerade die ganze Zeit? Aber ich habe irgendwie Bock da drauf. Oh, was haben wir da Feines? Neuromods. Wir haben einen Neuromod gefunden. Wir haben 4 Stück. Verdammt, wir wollten irgendwas machen mit 4. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ist schon wieder ein paar Tage her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Toll. Was war denn das? Oh, du wolltest doch das und das machen, das hast du doch in der letzten Folge gesagt. Ja, ja. In der letzten Folge. Guck mal auf die Uhr. Nein, Waffenmods. Nee, da bringt mir ja auch nichts. Reparatur 2. Ja, damit kann ich den komischen Kasten draußen reparieren, aber da bringt mir jetzt auch nicht so wirklich viel. Natürlich könnte ich Hacken 2 nehmen. Aber dafür bräuchte ich theoretisch ja auch Mats, um die Sachen zu hacken. Nekropsie, du erhältst die wertvoll. Was? Du erhältst wertvolle Organe aus Typhon-Überresten. Typhon-Organe können recycelt werden, um exotisches Material zu erhalten, das der Herstellung von Neuromods dient. Moment mal. Nekropsie benötigt. Wir haben ja schon so ein paar von den Dingern mal gefunden. Ach, weißt du was, komm, das skillen wir jetzt einfach. Jetzt hauen sich einige vom Kopf und denken, ja, der hat doch vorgehabt, hier Hacken zu skillen, oder? Ja, ich weiß, ich hatte einige Sachen vorgehabt zu skillen. Und irgendwann ärgere ich mich gleich auch und sage, oh Mensch, ich hätte ja die 4 Dinger für was anderes gebrauchen können. Und ich weiß gerade nicht mehr für was.
Reparatur 2 brauche ich dann wirklich? War da noch irgendwo was gewesen, was ich hätte reparieren können, garantiert? Nur ich weiß gerade nicht mehr was. Außer der komische Kasten da vorne. Waffenschmied. Oh, damit kriege ich mehr Inventarplatz. Mehr Inventarplatz. Ich muss nicht so oft irgendwo hin und her laufen, das nehmen wir. Alles klar. Komisch, hat wir uns das Ding nicht mehr ins Auge hauen. Das haben wir nur am Anfang einmal gemacht. So, wir haben mehr Inventarplatz. Gefällt mir. Gut, ich kann euch immer noch nicht looten, aber das ist egal. Dafür kann ich mehr tragen. Bedeutet, ich könnte, wenn ich die jetzt looten könnte, bedeutet, ich könnte nicht mehr tragen, aber ich hätte mehr zum Mitnehmen. Das bedeutet, ich bin noch schneller voll. Also haben wir alle nicht. Was, nicht viel von, was ist denn das? Operator anfordern. Will ich das? Beantrage neuen Operator. Bitte wett. What? Wer bist du denn? Nein, 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 du musst jetzt. Kobold 410 Technik. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich blicke das durch. Wow. Dankeschön. Du bist nett. Hallo. Ey, entschuldigen Sie. Hallo. Achtung. Ich komme. Ja. Nur bitte nicht meine Richtung. Hallo. Ich kenne mich mit den Reparatur- und Wartungsverfahren fast aller Systeme auf der Talos 1 aus. Abgesehen von biologischen. Kann ich dich mitnehmen? Kannst du da vorne das Ding reparieren? Komm mit. Ey, du. Ich kann den. Ey. Ich bin ein Kobold 410 Technik Operator. Das macht mir nichts. Kannst du mal da vorne das Ding reparieren? Ich kann nicht mehr mit dir. Doch, ich kann mit dir reden. Hallo. Gibt es ein System, um das ich mich kümmern soll? Ja. Ich habe keine Option, wo ich ja sagen kann. Warum fliegst du denn jetzt auch mal weg? Ich glaube, der will nicht mehr mit mir reden. Der mag mich nicht. Oh. Max, was? Maximale Anzahl simultaner Operator-Einheiten erreicht. Ja, die anderen sind doch down. Die anderen haben mich angegriffen. Passen Sie bitte auf. Entschuldigung. Inspektion läuft. Ihr Anzug entspricht den Vorgaben. Ja, das ist gut. Du hast die Kopfhörer runtergeworfen ich und zu mir sagen. Ja, aber nicht meine Richtung. Was soll ich selber hier machen? Zu mir sagt er, ich soll aufpassen und schmeiß die Sachen runter. Hallo? Was ist denn das? Operator nähert sich. Mhm. Wo ist denn jetzt radioaktiv? Hey du! Was kann ich dagegen machen? Was kann ich gegen Radioaktivität tun? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das? Oh, Hacken 1. Ja, da kriege ich hin. Oh Gott, nein, da kriege ich doch nicht hin. Och, nee. Jetzt zieh. Oh, da war ja noch Zeit. Dein Scheiß Ernst? Wo bist du? Moment, falsche Taste. Tür auf. Was hast du dich verwandelt? Karton? Wer bist du? Eine Dose. Welche Dose? Die hinten rumkullert dort. Nein! Ich will grad auf die Dose ballern. Wo ist der? Operator-Typ. Ach, das ist doch unfair. Hallo? Was blinkt denn hinten? Operator? Kannst du dich mal ganz kurz drum kümmern? Du bist ein Vogel. Ich komme. Ja, das ist wunderschön. Mach dir mal platt. Wo ist der? Hast du da hinten irgendwo, glaube ich. Ich will den gerne schockfrosten hier und dann mit einem Schraubenschlüssel drauf rumknüppeln. Ich weiß nicht, wo der ist. Was? Da! Jetzt guck ich wieder um die Ecke. Ist er wieder weg? Sag mal, spielen wir hier Verstecken oder? Der ist mir gerade über die Füße gelaufen. Ist er wieder weg? Was bist du denn? Du bist nervig. Das bist du.
So. Der Weltraum. Moment, kann man da durchgucken? Wow, hier kann man ja viel machen. Gut. C. C. So ein bisschen was schnabulieren. Was haben wir hier? Notizen. Viskosität der Glukanone. Hallo Clive, wir müssen die Nachladegeschwindigkeit der Glukanone verbessern. Die Aktoren an dem Ding sind so lahm. Mary. Moment. So, muss ich mich ganz kurz räuspern. So, Waffen-Upgrades, Glukanister. Schrot hätte ich auch gerne. Moment, was haben wir? Ja, wollen wir mal Licht? Ne, das ist kein Licht. V ist Licht. Komische Tasten für Licht. Neuromod 2. Ja, die nehmen wir doch gerne mit. Lötkolben. Hallo? Ist da oben was? Nee. Was ist das? Ein Liter Milch? Irgendwie sowas. Ersatzteile. Kabelchen. Das hört sich jedes Mal gut an. Bin jedes Mal begeistert. Ist da nichts drauf? Nichts drunter? Was ist denn da hinten am Blinken? Ich hab da Dino platt gehauen. Oder ist das... Oh. Ist da hinten, die Radioaktivität da hinten am Blinken. So. Die Funzeln gleich nochmal aufladen. Was haben wir hier? Was? Was? Komm her! Was? Hoffe, die Aufnahme läuft noch. Gut, mein Monitor wurde gerade einmal ganz kurz wieder schwarz. Hat mein Monitor hin und wieder gerne mal. Ich weiß nicht genau. Guck mal, da bist du ja. Moment. Liegt von dir nichts mehr rum? Hä? Ich kann ja doch looten. Hier ist nichts mehr von dem übrig. Der Ding hat sich aufgelöst. Interessant. So, machen wir die Funzel nochmal an. Ne, das Ding haben wir schon gelootet. Was ich machen wollte, war einmal E benutzen. So, sind wir wieder ein bisschen aufgeladener. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Glu, glu, glu. Glu, 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 glu. Kommt da trotzdem durch. Okay. So, was haben wir da drin? Hat sich doch gelohnt, hier mein Inventarplatz zu skillen. Würde ich mir echt wieder vorkommen wie ein Vorlaude. Kommt man da hoch? Bestimmt. Müssen wir gleich mal gucken. So. Ich bin gerade ein bisschen am Ruckeln. Hier wollte ich... Warum ruckelt denn jetzt hier gerade wieder so? Hör auf zu ruckeln. So, Fehlfunktion. Hier braucht man Reparatur 3. Was? Ich habe ja 2 nicht mal. Okay, wie komme ich da rein? Ich muss da oben hoch. Moment. Ob man das machen kann? Moment. Moment. Nein. Häng ich dran. Na toll. Okay, wo könnten wir uns hochziehen? Hier? Sieht hoch. Ach, come on. Moment. Wo können wir uns hier hochziehen? Muss da irgendwie da hochkommen. Jo, gehen wir nicht einfach da. Hallo? So. Tada! Glukanone for the win. Oh, wir können ja recyceln. Und herstellen. Geil.
So, was können wir denn doch hier machen? Sonnengetrocknete Tomaten. Aha. Defekter Lüfter. Ja, so defekte Sachen nehmen wir doch mal gerne mit. Es reicht, wenn wir die Sachen direkt an dem kaputt machen können. Na klar, hier liegt organisch und alles Material rum. So. Artax Antriebssystem Fabrikatorplan. Wenn Sie meinen. Leitfaden zu Transtar Uniform. Auszug aus Informationsmaterial für neue Transtar Mitarbeiter. Abschnitt 11.2.53. Oder 11.2.53 Transtar Uniform. Ihre Transtar Uniform wurde entworfen, um Ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurde zwar alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der Talos 1 ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farbe der Uniform. Erstens braun-schwarz, Leitung und Verwaltung. Zweitens grün-weiß, Wissenschaft und Technologie. Drittens orange, Techniker und Wartung. Vier blau-schwarz, Sicherheit. Aber unser ist doch immer mit rot. Was ist denn rot? Wir können es so von außen nicht sehen, aber als wir den Anzug damals angezogen haben, war der doch nie rot gewesen. Okay, wir haben zwei E-Mails. Ich wechsle mal ganz kurz die Waffe. Ja, damit haut er gleich wieder vor sich rum. Das Ding hängt zu weit im Bild. Okay, ist alles doof. Ich mach mal Licht aus. Oh, Moment, wir können uns den Monitor angucken. Wollte ich nur Licht ausmachen, aber wenn ich Y drücke, kann ich den Monitor sehen. Oh, dann fuchtelt der nicht davor rum. Das ist sehr gut. Wirksamkeit der Bolzen. Keine Sorge, ist die Katze aus dem Haus? Ich habe schon ein paar Ideen. Ich arbeite was aus und schicke es dir und Mary. Clive. Achso, muss ich wieder runtergehen. Hey Clive, tut mir leid wegen den ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige... Ich gucke gerade da hinten hin, weil da hinten der Pfeil sich bewegt. Okay, das ist der Apparat. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe ausprobieren kann. Ich glaube, die wird ganz nett... Brauchst du noch Hilfe? Mary schon dabei. Franklin. So, Psychotronik-Satellit. Mit wann haben die denn hier rumgeforscht oder an was? Hallo Franklin. Der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Dr. Kelstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronik-Transistors zu entfernen und im neuen Satelliten zu installieren. Fragen Sie mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie es so schnell wie möglich. Dr. Thorstein. Ich lese die Namen in Deutsch vor. Der heißt Thorstein. Der ist bestimmt Thorstein. Und nicht Thorstein. So. Entschuldigung. Moment, hier kann man reinwerfen. Genau. So. Dann würde ich mal sagen... das sieht nach Schrott aus, also Schrott übertragen. Warte mal hier, da sind die Ersatzteile. Kann man die Ersatzteile nicht stacken? Wieso stackt er die Ersatzteile denn nicht im Inventar? Nö, wir schmeißen die Ersatzteile einfach alle so da rein, das macht viel mehr Sinn. Anzugreparaturkits, okay. Hä, verstehe ich nicht, warum stackt er die denn nicht? So. Da immer recyceln. So ein Apparat müsste man zu Hause haben, ey. Nie mehr Müll rausbringen. So. Alles klar. Was stellen wir uns denn heute mal Feines her? Ein Artax-Antriebssystem, was auch immer das ist. Ein Artax-Antriebssystem für das Manövrieren. Das ist ein sehr schweres Wort zu lesen. Manövrieren. In der Mikrogravitation, das an deinem Transtar-Uniform angebracht werden kann, unterstützt außerdem Sprünge bei normaler Gravitation. Ich guck mal ganz kurz, ob ich da Platz dran habe. Müsste eigentlich. Ja, ich habe nur drei Plätze frei. Manövrieren. Damit können wir manövrieren, ja, aber wann, warum?
der Watchhop noch nicht jeden Tag manövrieren, oder? Naja, okay, 9mm Munition. Wir brauchen auf jeden Fall Schrot. Wie viel haben wir denn davon noch? Wir brauchen 3 von den Metallblöcken, davon haben wir genug. Und 2 in 3, ja, okay. Da stellen wir jetzt erstmal ein bisschen was her. Danke. Jo. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Schrot und alles. So. 9mm Munition. Brauchen wir 3 und 1. Haben wir auch genug. Wupp. Supp. Hat sich doch gelohnt, alles immer mitzunehmen und nicht nur hin und her zu laufen. So, wir haben genug Platz. Gucken wir mal einmal ganz kurz nach. Was haben wir da? Haben wir 36 Schuss für. Okay, laden wir jetzt auch nochmal nach. Haben wir 90 Schuss drin. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was herstellen. Weil so auf dem Trockenen möchte ich jetzt auch nicht hier rumhängen. Gucken wir mal ganz kurz hier. Wie viel haben wir hier noch drin? 42. 40. Okay, also ein Dings ist jedes Mal ein. Okay. Ja, gut. So. Natürlich noch ein bisschen Schrot. Rotzang brauchen wir nicht. Glukanister brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Ja, komm, das Ding stellen wir einmal her. Komm. Das Ding kostet nichts. Das Ding hängen wir uns an der Mannsrute dran. Halte die Leertaste gedrückt, während du fällst, um zu gleiten oder deinen Fall zu bremsen. Haben wir das Ding schon angebracht? Moment. Ist wohl schon dran. So, Status, Strahlung 0%, okay. Ja, natürlich stellen wir da noch einmal Schrot her. Warte, wir haben ja 47 Schuss. 59, ach, da ist jedes Mal nur 12 drin. Wie viel haben wir, Moment, wie viel haben wir hier drin? Okay. Weißt du was? Komm. Was kostet die Welt? So, Schrot kann man immer gebrauchen. Jetzt können wir uns hier durchknüppeln. Oh Moment, hier haben wir noch ein paar Daten. Jägerin Bolzenwerfer. Fabrikatorplan für den Jäger. Jägerin Bolzenwerfer Version 1.3. Anpassung. Auslöser leichter, leiser gemacht. Klappert mir immer noch zu stark. Hat man das nicht schon mal irgendwie? Gewicht bei gleichbleibender Stabilität verringert. Moment, wir können das so machen. Kein Zersplittern des Laufs mehr. Name endgültig auf Jägerin Bolzenwerfer festgelegt. Clives Leitbringer und Franklins Bolzenpeiniger. Vorschläge abgelehnt. Bolzenwerfer Munition. Fabrikatorplan für Munition für den Jägerin Bolzenwerfer Version 3.2. Anpassung erhöht Präzision der Bolzen. Struktur des Schaums verändert, sodass er nicht mehr in der Hand zerbröselt. Versuche den Aufprall etwas leiser zu machen. Immer noch erfolglos. Gleisänderung an der Flexiform. Formel übernommen. Gut, haben wir rübergeladen. Dann laden wir uns auch nochmal kurz runter. So, wir haben noch 2 Mails übrig. Achtung, Strahlung. Mary, wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt es ein Problem mit einem der Tanks in der Nähe des Lagerschranks, das zum Austreten von Strahlung führt. Halte dich bitte davon fern und sag es weiter, bis ich die benötigten Dinge erhalten habe, um es in Ordnung zu bringen. Randy. Assassin's League? Oh Gott, wirklich. Hey Mary, hier ist Gary Snow. Ich arbeite im Besatzungsdienstbereich. Ich habe ein Ich habe ein Gerücht über eine neue Pfeilpistole gehört, die sie nicht ausgedacht haben. Was? Ich habe ein neues Gerücht über eine Pfeilpistole gehört, die sie sich ausgedacht haben. Es ging auch um ein Assassins-Spiel im Arboretum. Und in den Besatzungsquartieren. Ich wäre gerne dabei. Danke, Gary.
Eine Pfeilpistole aus Assassin's League? Oh Gott. Die Wortspiele hier, das ist ja schrecklich. Moment, kommen wir hier hoch? Oh Moment, Moment, was ist denn hier? Oh. Hallo? Hat sie gerade dahinter. Achso, ich hab grad gedacht. Warte mal, hier vorhin ist. Oh. Moment, theoretisch könnte man damit rüberfahren, ne? Das Ding ist doch eigentlich dazu gemacht, um rüberzufahren. Ich weiß nicht mehr, wo wir hier rüberfahren können, also. Ach, da war da drin gewesen, glaube ich. Dafür müsste man die Zeit verlangsamen können oder sowas. Oder anhalten zumindest, damit man hier rechtzeitig wieder hochkommt. So, könnte man sonst noch irgendwo hin? Da drüben ist irgendwas drauf. Da ist einer. Moment. Ich probiere mal kurz was hier aus. Moment. Nee, wir fallen damit nur. Wir können damit leider nicht ein bisschen gleiten, oder? Könnten wir sprinten? Wir können sprinten. Moment. Haha. EMP-Ladung. Franklin Goody. Leiche. Okay. Ist da drüben noch mehr? Interessant. Ja. Warte mal hier. Was ist denn das? Oh. Eine Vorratskiste, das ist ja nett. Also steht hier oben auch noch was rum. Und man könnte theoretisch von hier oben auch da unten runter. Falls man da die jetzt nicht hacken hätte können. Interessant. Wer nähert sich? Ein Officer? Wie? Was? Ich bin's nur. Moment, kannst du nur reparieren? Hey du! Inspektion läuft. Mach das. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Das ist voll nett von dir. Dankeschön. Du bist mein bester Kollege. Möchtest du mitkommen? Bewege mich. Ich bewege mich auch. Viel Spaß noch beim Bewegen. Jo, Du siehst ein bisschen mitgenommen aus, Peter. Der Peterle. Was ist denn das? Da unten ist irgendwas drin. Zumindest ist da irgendwas am Blinken. Ach, dafür brauchen wir Reparatur 3. Geht's dir gut? Reparatur 3 brauchen wir dafür, um da hinten dran zu kommen. Das ist doch ein Witz. Ich komm doch, ich denk doch nicht mehr später daran, um hier hinzukommen. Außer man kommt hier absichtlich nochmal irgendwie hin, aber sonst. Was ist denn das eigentlich? Jede Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Anscheinend haben Sie schon ein Antriebssystem, dürften also manövrieren können. Ja, ich kann damit manövrieren. Okay, damit kann ich da Dinge entriegeln. Nur ganz ehrlich, will ich da raus? Ich guck mal eben ganz kurz in die Quests nach. Beziehungsweise optional. Nehmen den Quartierschlüssel von Bellamy. Was machen wir momentan eigentlich? Müssen wir da überhaupt raus? Okay, wir sollen die Schlüsselkarte finden zur Werkstatt. Ich glaube nicht, dass wir die da draußen finden werden. Also das ist ja Personal. Ich will am liebsten erstmal das optionale Ding eigentlich machen. Liegt da schon raus? Wir können ja einfach mal ganz kurz mal gleich mal aufmachen. Da gucken wir mal ganz kurz raus. Was ist denn das? Schaden entdeckt. Wie jetzt? Warum? Ach Mist. Was ist denn das? Ja. Habe ich das Ding hier transportiert? Wie bin ich da hingekommen? Moment. Oh, da kann er echt gut klettern. Beziehungsweise sie. Oh, da ist doch noch was. So. Da liegt ja noch was rum. Hier war es alles übersehen. Man muss sich echt gut umgucken in dem Spiel.
Okay. Ist fast wie ein Fallout. Ich bin gerade am gucken, theoretisch könnte man auch da oben lang laufen. Bei dem Spiel muss man sich echt ein bisschen mehr auch nach oben konzentrieren. Also zumindest um zu gucken. Ich komme. Das ist wunderschön für dich. Wenn ich hier gleich was Tolles finden würde, ich auch. Was? Entschuldigung. Kommt man da hoch? Nee. Jo. Entschuldigung, falls ich mich ein bisschen umgucke. Dafür gehen die Folgen aber meistens auch irgendwie um die 25 bis 30 Minuten und nicht nur um die 20. Hm, deswegen geht es auch ein bisschen länger. Dafür gucke ich mir auch gerne ein bisschen um. Also bitte nicht aufregen. Und ganz ehrlich, wer hier zuguckt, dem ist so nicht mehr zu helfen. Nein, ich meine, der kennt halt auch theoretisch. So, ich will jetzt aber ganz kurz mal rausgucken. Ich speichere mal eben ganz kurz. So, mach mal die Luke hier auf. Wir haben eine neue Vault gefunden. Und die Tür öffnet. Moment mal eben. Wir haben ein Spiel, wo wir Sachen looten müssen. Und wir haben... Fallout 5. Nein. Achso, dafür müssen wir laden. Das ist ja doof. Wollen wir laden? Bei meinem Glück geht gleich die Tür einfach wieder von innen zu und ich komme ja gar nicht mehr ran. Ich hänge draußen rum. Mal gucken. Wir gehen einfach mal raus. Wir gucken uns halt einfach mal an. To beat the